wahnsinnig schwer beim Thema Klimaschutz. Da, glaube ich, verläuft auch eine schwierige Linie. Und da es, wie Sie gesagt haben, die Grünen ja schon gibt, fragen wir uns, wie wird sich dann die Union im Klimaschutz positionieren? Das ist ein großes Thema, bei dem sie auch schon interessante Wolten hingelegt hat. Ende 2019 beschließt der Bundestag das erste Klimaschutzgesetz dieses Landes. Ein Kompromiss, doch die Koalition scheint zufrieden. Wir haben das größte Klimapaket beschlossen, was es hier seit langem gab. Und es ist gut so. Wir geben die Antwort auf die Herausforderungen beim Klimaschutz durch Innovation. Dieses Projekt ist eine große Chance für unser Land, wenn wir es richtig machen. Und wir wollen es richtig machen und wir werden es richtig machen. Bis 2050 sollte Deutschland klimaneutral sein. Das heißt, es darf nicht mehr CO2 ausgestoßen werden, als aufgenommen werden kann. Doch aus Sicht der Wissenschaft reicht das Gesetz nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Klimaaktivistinnen und Aktivisten ziehen mit einer Beschwerde vor das Bundesverfassungsgericht. Es muss ein strengeres Paket werden, es muss echte Klimapolitik werden. Und sie haben Erfolg. Das Gericht bewertete Ende April das Gesetz in Teilen als verfassungswidrig. Denn die zum Teil noch sehr jungen Beschwerdeführenden sind durch die angegriffenen Bestimmungen in ihren Freiheitsrechten verletzt. Das Gesetz regelte den Ausstoß von Treibhausgasen nur bis 2030. Für die Zeit danach fehlten konkrete Vorgaben. Nachfolgenden Generationen werde eine radikale Reduktionslast überlassen. Geklagt hatte auch unser Gast Luisa Neubauer. Wir haben heute Recht zugesprochen bekommen, weil diese Regierung ja de facto versagt haben, in ihrem Job uns zu schützen. Doch auch diejenigen, die das Gesetz beschlossen hatten, begrüßen erstaunlicherweise die Entscheidung aus Karlsruhe. Ich bin darüber sehr froh, weil ich hatte schon frühzeitig vorgeschlagen, dass man auch nach 2030 weitere Ziele festlegt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier twitterte, die Entscheidung sei epochal für Klimaschutz und Rechte der jungen Menschen. Und unser Gast Armin Laschet sagte, dieses Urteil ist ein klarer Auftrag, dass ambitionierter Klimaschutz überall oben auf der Agenda stehen muss. Plötzlich geht alles ganz schnell. Schon in der kommenden Woche soll das nachgebesserte Gesetz verabschiedet werden. Der Entwurf aus dem Umweltministerium verspricht strengere Klimaziele als bisher. Bis 2030 soll Deutschland im Vergleich zu 1990 statt bisher 55 nun 65% Treibhausgase einsparen. Und der Entwurf sieht vor, dass Deutschland statt bisher 2050 spätestens 2045 Treibhausgasneutralität erreicht hat. Frau Neubauer, hätten Sie sich die Klage fast sparen können, wenn Sie gewusst hätten, wie begeistert die Bundesregierung auf die Chance reagiert, jetzt endlich deutlich ehrgeizigere Klimaziele umzusetzen? Ja, die scheinen sich phasenweise mehr gefreut zu haben als wir. Also man muss hier wirklich im Kopf behalten, wir haben geklagt. Fridays for Future gibt es in der Größe in Deutschland auch nur, weil über Jahre und Jahrzehnte Deutschland, allen voran die CDU, ökologische Krisen produziert und nicht gelöst hat. So, und jetzt haben wir diese Entscheidung aus Karlsruhe, die letztendlich sagt, liebe Regierung, ihr könnt nicht Klimaschutzziele vereinbaren und Klimapfade vorlegen, die nicht vereinbar sind mit dem Pariser Abkommen, was ihr selbst verabschiedet habt. Und die Reaktion darauf ist jetzt interessanterweise, dass man genau das Gleiche nochmal macht, nämlich wieder Klimaziele zu verabschieden und Pfade vorzulegen, die nicht ausreichen für das Pariser Klimaabkommen. Das ist merkwürdig und das wird sich ja selbst als so ein Erfolg jetzt gerade ausgehändigt. Das ist für uns aber ja vor allem eher Business as usual. Die große Frage ist natürlich im Raum, ist die Regierung bereit, tatsächlich 1,5-konforme Politik zu machen, auf Klimaneutralität in der Geschwindigkeit hinzusteuern, wie man es machen müsste, und mit einem Emissionsbudget zu arbeiten? Und das steht nach wie vor im Raum. Sind Sie dazu bereit, Herr Laschet? Ja, jetzt wird erstmal exakt dieses Urteil umgesetzt. Die Ziele werden ambitiöser. Man hatte gesagt, in Paris Klimaneutralität bis 2050. Global, für Deutschland nicht. Ja. Großer Unterschied. Gut, was wäre es für Deutschland dann umgerechnet? Deutschland sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwischen 2030 und 2040. Wir befinden uns aber eher in den frühen 30ern, zwischen 2032, Fridays for Future vor 2035. Viel weiter geht es eigentlich nicht. Ich kenne kein Szenario auf 1,5 Grad in Deutschland gerechnet, wo man nach 2040 noch Emissionen wirklich emittieren kann. Aber Deutschland hat sich verpflichtet, 2050? Nein, Deutschland hat das Pariser Klimaabkommen unterschrieben. Und das legt fest, globale Klimaneutralität 2050. Das heißt,
erst, aber für reiche Staaten wie Deutschland muss das deutlich früher passieren. Das ist auch Teil von Paris. 1,5 Grad und 2050 Klimaneutralität, das sind zwei verschiedene Welten und das ist eine riesengroße, fatale und ich finde auch ein bisschen kindische Missinterpretation vom Pariser Abkommen, dass man ab 2050 kommt. Das ist auch wissenschaftlich übrigens überhaupt nicht belegbar. Deutschland hat sich völkerrechtlich verpflichtet, Pariser Klimaschutzziele einzuhalten. Genau. Soweit sind wir einig. Mhm. Die Europäische Union hat das noch mal übersetzt für die Europäische Union als Industrieland. Und das ist dann noch mal übersetzt worden für Deutschland. Genau. Und in diesem Prozess sind wir jetzt. Und die Frage, die Sie ansprechen, ist eine berechtigte, sagt Friday for Future. Das geht alles schneller, das geht 2030, 2035, wann auch immer. Mhm. Und exakt über diese Daten finden im Moment die Debatten statt. Man kann aber nicht sagen, es ist ein Verstoß gegen das Pariser Klimaschutzabkommen. Was entscheidend ist, wenn wir über Emissionen sprechen, und ich glaube, das ist bei vielen einfach noch nicht angekommen, ist auch okay, Klimawandel gibt es erst seit 40 Jahren. Wir sprechen im Endeffekt von Emissionsbudgets. Man kann sehr, sehr gut berechnen, wie viele Emissionen können noch global emittiert werden, um einen bestimmten Temperaturanstieg eben zu vermeiden oder zu bewirken. Und solange Regierungen nicht effektiv mit Budgets arbeiten, das weigert sich die Bundesregierung eben auch zu tun, bringen die Zahlen nicht wirklich viel. Weil letztendlich müssen wir darüber sprechen, was ist das für ein Emissionsvolumen, von dem wir hier sprechen. Und die Frage an Sie wäre, Sie wollen ja Klimaschutz zu Ihrem Ding machen. Sie sagen, wir machen hier ein Modernisierungsjahrzehnt. Das würde übersetzt eigentlich heißen, hallo liebe Leute, wir machen ab September ein Programm, 6 Gigatonnen CO2 noch für Deutschland. Wir müssen damit jetzt rechnen. Das wäre eine konsequente Übersetzung von Paris. Ja, aber wenn Sie mal mein Argument hören, ich teile, dass wir ambitiöser werden müssen, dass das... Gemessen woran? An Verfehlungen aus der Vergangenheit? Das funktioniert nicht. Sie müssen ja nach vorne denken. Also von der Und ich sage, in den Zielen müssen wir ambitiöser werden. Und jetzt muss man es auf einzelne Sektoren herunterbrechen. Energiewirtschaft haben wir jetzt den Kohleausstieg. Sagen Sie, könnte was schneller gehen, aber der kommt jetzt. Dann kommt Landwirtschaft, dann kommen Gebäude, dann kommt Verkehr. Die Bundesregierung hat in ihrem Gesetz die Systematik drin, Jahr für Jahr herunterzurechnen, wie viel das bedeutet. Das ist extrem anspruchsvoll. Und in den Verhandlungen sitzen Sie, glaube ich, jetzt gerade zusammen und werden da bis zu dieser Woche ein Gesetz vorlegen. Und jetzt sage ich nur Folgendes. Wir sind ein Industrieland. Und ich will Deutschland zu einem klimaneutralen Industrieland machen. Und geht das heißt zusammen, aber auf Deutsch, Laschet. Ich will nur eine Stahlindustrie haben. Zum Beispiel. Denn wenn das Stahlwerk abwandert in ein anderes Land, ist dem Weltklima ja nicht gedient. Wow. Dann wird unter schlechteren Bedingungen Stahl produziert, den wir auch für die Energiewende brauchen. Ja, Sie hätten ja aber alle Möglichkeiten gehabt. Und das ist, wo es so skeptisch macht. Sie hätten ja die Möglichkeiten gehabt, also Sie persönlich, aber auch Sie als CDU, hätten ja die Möglichkeit gehabt, in den letzten 15 Jahren dafür zu sorgen, dass ein wirtschaftliches Umfeld geschaffen wird, ein Investitionsumfeld, wo man vertraut und man sagt, hier entstehen klimaneutrale Standorte. Was stattdessen passiert ist, es wurde systematisch ein Kohleausstieg verschleppt, bis wir eigentlich nur noch von der Kohleverlängerung sprechen können. Es wurde Energiewende, die vor 20 Jahren so wahnsinnig hoffnungsvoll gescheitert ist, die wurde rückgebaut, bis wir heute vor einem wirklichen Problem stehen. Es wurde dafür gesorgt, dass das, was so verheißungsvoll ist, zu sagen, ja, tatsächlich, wir bauen Wirtschaften gerecht hin um zur Klimaneutralität, das wurde ja verhindert von Ihrer Partei und nicht zuletzt auch von Ihnen in Ihrem eigenen Bundesland. Und ich verstehe nicht, woher Sie sozusagen jetzt auf einmal meinen, dass Menschen daherkommen und Sie wählen und sagen, aber super, den vertrauen wir, die wollen ja die Wirtschaft hier retten. Aber wie kommt Sie denn auf die Idee, dass das von der CDU verschoben worden ist? Okay, welche Partei hat die letzten 16 Jahre in Deutschland regiert? Und ja, welche Partei hat dafür gesorgt, dass, dass der Kohleausstieg der teuerste ist, den man sich nur vorstellen kann, dass dieser Industrie Milliarden hinterhergeworfen werden, dass immer wieder verlängert wurde, dass gegen die Menschen vor Ort entschieden wurde? Und um es ein ganz bisschen konkreter zu machen, Herr Laschet, weil Sie sind nicht für 16 Jahre verantwortlich, das stimmt. Gucken wir uns nur an, was in den letzten 5 Monaten in NRW passiert ist. Sie haben am Anfang Januar gesagt, hey, ich möchte hier gerne Ökonomie und Ökologie verbinden. Man fragt sich natürlich, warum ist es bisher nicht passiert, aber okay, was machen Sie keine 3 Monate später? Sie fällen eine Leitentscheidung bei Ihrer Regierung, die festlegt, dass 6 weitere Dörfer abgebaggert werden sollen. Übrigens auch 3 Kirchen, da lassen wir mal die Christdemokraten besonders freundlich grüßen. Wenige Wochen später sagen Sie, wir wollen übrigens auch einen schnellen Energieausbau, entscheiden aber im gleichen Atemzug, dass ein Großteil der Flächen in NRW nicht mehr zur Verfügung steht für Windkraft. Das ist Verbotspolitik. Ich dachte, Sie haben ein Problem damit. Und dann geht es weiter. Frau Neuber, lassen Sie ihn antworten. Noch, weil Sie bauen was, ja, das, man muss sich das wirklich vorstellen. Wir haben die Punkte ja verstanden. Es geht nicht nur um Kohle, Sie machen das auch institutionell. Die Energieagentur NRW, die wahnsinnig ambitioniert daran arbeitet, Bürgerenergiewende umzusetzen. Sie wollen die abbauen. Gucken wir uns an. Warum machen Sie das? Tagebau,
Windkrafträder werden nicht aufgestellt, weil die Abstandsregeln bei 1000 Meter bleiben. Also das war ja jetzt eine ganze Fülle an Themen. Das erste das waren ist, die letzten fünf Monate von Ihrer Politik. Wollen Sie eine Antwort, dann würde ich sie Ihnen gerne geben. Erstmal für die Bundesregierung. Ich selbst habe diesen Kohleausstieg verhandelt, den Rot-Grün nie gemacht hat. Es geht hier um Sie, Herr Laschet. Nicht hören Sie doch, Sie sind doch Mitglied der Grünen und können doch mal kurz zuhören. Wir haben die falsche Prioritätenreihenfolge gehabt. Die Grünen haben gesagt, die Kohle läuft weiter, wir steigen aus der Kernenergie aus. Das ist nächstes Jahr abgeschlossen. Andere Industrieländer haben noch die Kernenergie, haben tolle CO2-Werte. Und wir, Deutschland, machen jetzt beides. Kernenergieausstieg, Steinkohleausstieg, Braunkohleausstieg. Extrem ambitiös, ich glaube, wir schaffen es. Aber das ist der Unterschied zu all unseren Nachbarn, unter anderem auch in Frankreich. Die grüne Priorität war erst die Nuklearenergie, aus Klimagesichtspunkten eigentlich die falsche Reihenfolge. So, jetzt sind wir in diesem Prozess. Bis 2017 gab es keinen Ausstieg. Ich selbst habe ihn auf der Bundesebene verhandelt mit Stefan Weil. Wir haben eine Kohlekommission eingesetzt mit Wissenschaftlern, die uns dann gesagt haben, in dieser Reihenfolge geht das. Dafür muss man aber einer Region, der man das vorgibt, Geld geben für den Strukturwandel. Gerade im Osten, wo nichts anderes ist, in vielen Regionen außer Zulieferer zur Braunkohle. In dem Prozess sind wir jetzt. Ich muss das zweite Argument auch noch sagen. Mhm. Die Dörfer und Kirchen und Ähnliches. Das sind alles Beschlüsse einer Vorgängerregierung von SPD und Grünen. Und das stimmt, die Sie jetzt nicht stoppen können. Moment einmal, Frau Neubauer. Kommt aus März 2021. Frau Neubauer. Frau Neubauer, die Beschlüsse für Garzweiler und Hambach sind von einer Vorgängerregierung. Ich bin 2017 ins Amt gekommen und habe seither die Zahlen reduziert, den Hambacher Forst herausgenommen, den ganzen Hambacher Tagebau beendet und es gibt nur noch den von Rot-Grün beschlossenen Garzweiler Tagebau und wir lassen 1,1 Milliarden Tonnen Braunkohle im Boden. Wir haben es dazu noch so gemacht, dass wenn die Ziele jetzt erreicht werden und der Prozess schneller geht, sogar am Ende die Dörfer gerettet werden können. So ist die Leitentscheidung formuliert und die ist eine Korrektur der falschen Leitentscheidung von Rot-Grün, die ich im Mai 2017 übernommen habe. Ich verstehe das alles. Die Grünen haben das Jahre mitgemacht. Am Wahltag 2017 sind sie plötzlich auf die Oppositionsseite gegangen. Das sind so Dinge, die mich einfach ärgern. Deshalb will ich gerne mal die anderen auch noch mal reinholen, Frau Neubauer, dass wir noch mal einmal hinschauen, was jetzt passiert in diesem Bundestagswahlkampf. Herr Machowitz, was Frau Neubauer sehr engagiert schildert, ist eine Haltung, die, ich glaube, im Westteil des Landes an vielen Stellen, und wieder ist das grob und unzulässig, weiß, sehr stark gefeiert wird. Klare Klimaschutzziele, da profitieren die Grünen. Kann man damit in ostdeutschen Bundesländern einen Blumentopf gewinnen oder nicht? Also vielleicht muss man da gar nicht über den Osten reden, sondern sich auch mal fragen, was wollen CDU-Wähler und potenzielle CDU-Wähler eigentlich? Sehr gut, vielleicht die bessere Aufteilung. Ich glaube, dass die CDU, wenn sie jetzt in Überbietungswettbewerb mit den Grünen eintritt, dann hat sie viele Chancen, sich blaue Flecke zu holen und so auszuschauen, als würde sie das Thema eigentlich nicht so profimäßig beherrschen wie die Grünen und vielleicht auch gerade deswegen verlieren. Eigentlich hat die CDU, und deswegen muss man sich, wenn man Klimaschutz ernst nimmt, eine starke CDU wünschen. Die CDU hat die Aufgabe, eine Versöhnung herzustellen. Sie muss irgendwie auch Leuten, die auf dem Dorf leben, mit dem Auto fahren, vielleicht einmal im Jahr eine Flugreise machen und vielleicht und auch nicht das allerleichteste Leben haben, die muss die CDU auch einbinden. Und wenn wir das hinkriegen wollen, wenn wir Klimaschutz hinkriegen wollen, dann müssen wir eine breite Bewegung in der Gesellschaft haben. Und das geht nicht nur, wenn wir irgendwie woke und hippe Großstädter haben, die das alles sowieso schon klasse finden. Also ich glaube, da ist eine ganz wichtige Rolle der CDU, in diesem Wahlkampf als Volkspartei das zusammenzuführen. Und da vielleicht, wenn ich noch einmal was Nettes über Herrn Laschet sagen darf, er hat in seiner Corona-Politik, finde ich, gezeigt, dass er in der Lage ist, ausgewogen zu sein, auch mutiger zu sein als manche Politiker. Ich sage nur Team Vorsicht, Herr Söder. Söder hat einen viel einfacheren Kurs gefahren. Er hat immer den Hardliner gegeben, immer denjenigen, der auf ganz besondere Vorsicht setzt. Bei Herrn Laschet habe ich das Gefühl gehabt, er hat verschiedene Experten einbezogen. Er hat auch sich angeschaut, welche Schäden richtet der Lockdown an. Das war jemand, der das schon versöhnter gemacht hat. Und vielleicht ist das in der Klimapolitik auch ein Ansatz, der funktionieren könnte. Aber ist das jetzt noch möglich, Frau Münch, nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, der nicht zuletzt auf Betreiben von Luisa Neubauer und vielen anderen zustande gekommen ist?
gekommen ist, wo nochmal präzisiert worden ist, dass man zukünftigen Generationen keine unnötigen Lasten hinterlassen darf. Und dann kann man eben natürlich an irgendeiner Stelle auch nicht mehr verhandeln mit dem Klima oder wahrscheinlich gar nicht und sagen, wir müssen aber auf das und das Rücksicht nehmen, sondern man muss Kompensationen schaffen. Ist also sich also eine Klimaschutzpolitik jetzt nochmal vollständig anders definiert worden für welche Bundesregierung auch immer? Also die Ziele sind natürlich ganz klar vorgegeben und im Unterschied zu früherer Politik ist jetzt auch klar, dass es nicht nur reicht, Ziele vorzugeben, das haben bis jetzt alle immer gemacht, sondern dass man endlich auch sagen muss, wie man diese erreichen will. Das ist ja der große Unterschied. Endlich auch Aufgaben, Maßnahmen genau formulieren muss mit Blick auf diese Ziele und daran hat es bis jetzt katastrophal gefehlt. Aber nichtsdestotrotz, auch dazu muss man natürlich im Grunde dieses sowohl als auch zum Teil gehen, weil es eben nicht genügen wird, jetzt nur in Richtung Klimapolitik zu schauen, sondern weil man eben zwangsläufig in der Bundesrepublik jede Partei, die ernst genommen werden will, natürlich auch auf die Wirtschaft achten muss, auf die Arbeitsplätze achten muss. Also insofern dieses Thema zu sagen, wir müssen das erreichen, nicht weil wir es schön finden, sondern weil es uns auch noch vorgegeben ist und weil uns natürlich auch die Wählerschaft dran messen wird. Und gleichzeitig gilt eben dieses Ziel als Volkspartei, muss ich deutlich machen, warum ich gleichzeitig noch Arbeitsplätze weiterhin retten kann, schaffen kann, auch in den früheren alten Industrien, die eben umgebaut werden müssen. Also ich würde sagen, die Aufgabe ist wesentlich anspruchsvoller geworden, weil sie jetzt klar formuliert ist. Aber bestanden hat sie selbstverständlich schon vorher. Und die einen Teil der Wählerschaft hat das im Vordergrund und blickt mehr auf die Klimapolitik und der andere Teil der Wählerschaft schaut mehr drauf, ist hier nach wie vor Geld zu verdienen oder gibt hier nach wie vor die Arbeitsplätze. Und das ist das Schwierige für die CDU, CSU. Die Grünen tun natürlich auch so, als ob sie beides im Blick haben, aber haben natürlich mehr dieses Ziel der Klimapolitik. Sie müssen viel mehr beides unter einen Hut bringen und werden stärker dran gemessen. Ja, aber da würde ich fast Frau Neubauer recht geben, mit dem Klima können Sie natürlich nicht verhandeln. Da sind die Ziele vorgegeben. Nur mein Ziel ist es, das so zu schaffen, dass es sozial verträglich gelingt. Und jetzt müssen Sie sagen, wie? Aber das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zu den Grünen, die ein Programm machen und das nicht machen müssen. Ich bin nach der Kohlenacht. Wenn die gewählt werden, müssen sie das auch machen. Aber ich mach's ja jeden Tag. Nach der Kohlenacht, wo wir den Kohlekompromiss gemacht haben, bin ich mit Michael Vassiliadis, dem Gewerkschaftschef, zu den Arbeitern gegangen und habe gesagt, das Kraftwerk wird geschlossen, ihr müsst einen neuen Job bekommen oder in den Vorruhestand gehen. Das ist nicht angenehm. Diese Realität gibt es aber im Land. Die gibt es bei der Automobilindustrie, bei den Zulieferern. Die gibt es in den Stahlwerken. Und meine Antwort darauf ist, wir werden das nur schaffen, wenn wir selbst die Wirtschaft klimaneutral machen und die Arbeitsplätze erhalten. Da müssen wir aber uns gewaltig anstrengen, den ersten grünen Stahl in Deutschland herzustellen, die Chemiewerke umzustellen. Und auf wessen Kosten diese soziale Frage auch im Blick zu haben und trotzdem erfolgreich zu sein, das ist die Aufgabe, vor der der nächste Kanzler steht. Und das ist gewaltig viel schwerer geworden, weil CDU-geführte Regierungen in den letzten 15 Jahren so wahnsinnig viel verschleppt haben. Sie sprechen von Arbeitsplätzen. Ja klar, über 100.000 verlorene Arbeitsplätze in der Windbranche, weil man das politisch ausgebremst hat. Das ist natürlich nicht leicht und man muss sich im Zweifel dazu auch bekennen. Sie fragen, wer zahlt denn das? An der Stelle müssen wir uns fragen, wer zahlt denn die Klimakrise? Wer entschädigt denn die Ernten, die ausfallen? Mhm. Die Förster, die schon heute ausgetrocknet sind, der Boden, der schon viel, viel schwerer zu bewirtschaften ist, übrigens auch gerade im Osten, es ist ein Klima-Hotspot, wissenschaftlich gesprochen, da wird es härter kommen, die Folgen werden vor Ort sein und solange die CDU, aber auch sie phasenweise aus eine Lebensgrundlagenfrage zu einer Lebensstilfrage machen und das ist, was im Klima ganz viel passiert, wenn von den urbanen Yuppies gesprochen wird, wenn es doch eigentlich um das geht, wovon wir abhängen, sozial, gesellschaftlich, übrigens auch wirtschaftlich, dann wird das nicht. Und an der Stelle muss man sich fragen, schafft man es, das Polemische zu beenden und tatsächlich anzuerkennen, was da vor uns liegt und wie deutlich schwerer es ist durch eben das Regierungsversagen in der Vergangenheit. Frau Neubauer, danke, Herr Laschet. Ich lasse Sie nicht raus mit